Moin Moin aus dem Norden. Heute ist Dienstag, der 23. März 2021. Damit ist es wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und hier ist euer Bunch of Extremely Rude People. Ich bin Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. What? Und mir gegenüber sitzt Nils Fliesert. Hi, was sind wir? Wir wurden bezeichnet als Bunch of Extremely Rude People. Oh. Dazu kommen wir später. Okay, ja. Du tust so überrascht. Ja, das ist das zum ersten Mal. Ja, natürlich, klar. Also, den Schuh, den wir erstmal gucken, ob ich mir den anziehen kann. Da bin ich sehr gespannt. Ja, also wir kommen später dazu, haben heute eine Menge interessanter Themen, ein paar aktuelle Geschichten. Ihr habt es mitbekommen, die Ironman 73 WM 2023 wurde vergeben und eine neue Ausgabe ist bei dem einen oder anderen von euch schon im Briefkasten. Wir starten aber mit einer anderen kurzen Mitteilung in eigener Sache, und zwar, wenn ihr diesen Podcast auf Soundcloud hört, dann ist das die letzte Episode, die es auf diesem Kanal gibt, denn Soundcloud bedeutet für uns immer mehr Arbeit, hat aber kaum noch Zugriffe. Die wirkliche Musik spielt sich ab, da wo sich auch sonst Podcast-Musiken abspielen, bei Apple Podcast, bei Google Podcast, bei Spotify, bei Amazon, und von daher haben wir gesagt, bedienen wir diesen Kanal Soundcloud nicht mehr. Unseren Podcast gibt es natürlich weiter, aber ihr findet uns demnächst nicht mehr auf Soundcloud. Das ist die letzte Episode, die wir da nochmal wieder neu rausrechnen, wieder neu hochladen und so weiter. Das habt ihr jetzt von uns gehört. Wenn ihr es gehört habt auf Soundcloud, wie gesagt, ab nächster Woche sind wir woanders unterwegs, aber das sollte kein großes Problem sein. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, die Ausgabe 189 steckte im Briefkasten und da drin steckte viel Arbeit von dir, und ich glaube, ich ahne, was dein Lieblingsthema war. Ach ja, es gibt jemanden, der mehr Räder besitzt als du. Da gibt es sogar sehr viele, bei denen das so ist, wobei ich auch mich nicht ganz freisprechen kann von dieser, der richtigen Zahl an Fahrrädern ist ja N plus 1, das weiß man ja. Das weiß man, genau. Genau, und das ist auch immer die Begründung, die man dann anführen muss, aber ja, wir haben ja die Ausgabe, haben wir ja unter das Motto, ja, so ein bisschen Rad-Special, weil jetzt einfach die Zeit ist, um Rad zu fahren. Jetzt geht's los, jetzt kann man auch langsam loslegen. Das Wetter wird auch wieder besser, versprochen. Also jetzt, ich habe immer so ein bisschen eine Woche im Forecast, irgendwie so lange es zwei, wenn es dann zweistellig wird, dann kann man natürlich auch draußen mehr fahren. Und das haben wir uns als Anlass genommen, auch uns mit sehr vielen Radthemen zu beschäftigen in der Ausgabe. Wir haben ja eigentlich in allen Bereichen, sei es beim Training, wie man das Training richtig steuert, wie man sein Equipment jetzt auf Vordermann bringt. Das sind alles Themen, die wir uns beschäftigt haben, und eben auch ein Thema darunter war, ist an uns herangetragen worden. Ein Radsammler hat sich bei uns gemeldet, und davon gibt es ja ganz, ganz viele, aber das Besondere an Tobias ist, dass er Triathlonräder sammelt, unter anderem. Und da sind wir dann doch sehr hellhörig geworden, und als wir dann die ersten Bilder gesehen haben von seiner Sammlung, da war es dann um mich auch komplett geschehen, und ich habe einen Termin mit ihm vereinbart und wir haben uns getroffen mit Abstand und er hat mir seine Sammlung gezeigt, und ja, ich habe eine Geschichte über ihn geschrieben, über ihn und seine Sammlung, und habe ganz, ganz, ganz viele Fotos gemacht, und ein paar davon haben es ins Heft geschafft, die anderen werden wir auf jeden Fall auch online noch veröffentlichen, und das ist verrückt. Der Mann hat, ich glaube, ohne jetzt zu viel zu spoilern, 37 Triathlonräder und Rennräder. Und auch prominente Räder darunter. Von seinem großen Idol, Wolfgang Dittrich. Das ist eine schöne Geschichte, so, weil wir uns getroffen haben und gemerkt haben, dass wir in komplett unterschiedlichen Zeiten des Triathlons sozialisiert wurden. Ne? Also du bist ja auch, ich habe es genannt, so der zweiten Stunde, muss man ja sagen, so, ne? Nicht die ganz, ganz frühen Early Birds in den 80ern in Deutschland, sondern so in Anfang der 90er mit Triathlon angefangen, und da auch so komplett diese Faszination erlebt. Und das ist, finde ich, total faszinierend, dass bei mir das alles viel, viel, viel später angefangen hat. So, ne? Also ich habe erst mich für Radsport interessiert und bin darüber dann halt selber zum Rennradfahren gekommen und dann irgendwie aber viele Jahre später erst dann die Faszination Triathlon erlebt. Und das war dann so mit, Andi Rehlert und dann, da ging es so ein bisschen mit los, aber richtig dann mit Sebastian Kienle, so als es hieß, da ist der junge deutsche Überbiker, der alles in Grund und Boden fährt. Das war dann so, wo meine Aufmerksamkeit für Triathlon erst dann wirklich angefangen hat.
Und das war bei Tobias komplett anders. Der ist halt komplett in den 90ern sozialisiert und hat da so diese Faszination für, ja, diese bunten, wilden Typen mit Rädern, die, weil da auch einfach ganz, ganz viel passiert ist im Material. Ne? Ich meine, das ist ja das, was heute so ein bisschen beklagt ist, wird, die Räder sehen alle gleich aus und so weiter. Und 26 Zoll waren die Räder damals und die Reifen 18 mm breit. Ja, das du weißt das. Und mindestens 10 Bar drin, oder? Natürlich. Das musste der Rennkompressor vorher hergeben, dass man das knallhart anballert, auf jeden Fall. Da standen auf dem Queen K noch mehr Leute mit Pumpe am Straßenrand als Kilometerschilder. Ah. Ja. Ja, und eben diese Faszination, dass da halt ganz viel passiert ist. Ne? Carbon fing an, irgendwie reinzukommen in den Fahrradmarkt. Mit Alu hat man ganz viel probiert. Auf einmal Aero-Profile weg von den runden Rohren, die am Anfang im Rennradstandard waren. Da war die Triathlon-Szene ja immer schon viel, viel weiter als das relativ konservative Radfahren. Und da wurde ganz viel ausprobiert und ganz viel davon hat Tobias bei sich zu Hause. Und es war für mich extrem spannend, mir das anzugucken. Also, wie gesagt, die Geschichte... Hätte ich ja so gerne Mäuschen gespielt, wie ihr beiden Freaks da abgeht. Es hat halt auch echt den ganzen Tag gedauert. Und irgendwann, als es dann fast dunkel wurde, habe ich gesagt, jetzt müssen wir aber langsam auch mal Bilder machen. Ja, ich kann da auch immer nicht an mich halten. Also wenn ich dann irgendwie auch da reinkomme, ich habe dann ja auch das erste Mal persönlich kennengelernt, da wird sich kurz vorgestellt und dann bin ich schon quasi schon gleich so nach rechts und links so, oh, was ist denn das? Ja. Und so. Ja, weil es einfach, das ist so wie ein Kind, was in den Süßigkeitenladen kommt, ne? Also, weil ich, für mich ist das halt auch wirklich, ja, das ist so, das dann wirklich auch mal live zu sehen, das muss ich ja sagen, ich bin halt dann auch so spät dazugekommen, dass ich sowas halt auch nie wirklich gefahren bin, aber deswegen ist die Faszination trotzdem da. Und das dann mir live anzugucken, ist bei mir immer so ein bisschen gefährlich. Ich lasse mich dann immer gern davon verführen, dass ich dann auf einmal auch so ein kleines Männchen im Kopf habe, was mir sagt irgendwie so, ja, du hast ein Vintage-Rennrad und hast ein Alu-Rennrad und hast ein Carbon-Rennrad und so weiter, aber du hast ja gar kein Vintage-Triathlon-Rad. Das geistert jetzt so ein bisschen durch meinen Kopf, muss ich sagen, tatsächlich. Ah, ja. Okay. Ich habe ja eigentlich gesagt, ich vermache dem Tobias meine 26-Zoll-Laufräder, die ich hier noch stehen habe, aber jetzt, Behalt sie noch mal kurz. Okay. Ja, also ich habe die Story gelesen, habe gedacht, das ist eine echte Liebhaber-Story. Das bezieht sich aber nicht nur auf den, der da beschrieben wurde, sondern auf den, der es geschrieben hat. Also das, man merkt, dass ihr harmoniert habt. Ja, total. Also es war ein sehr, sehr schöner Tag und ja, also das ist tatsächlich auch nochmal was ich unbedingt so auch als Thema vor mir auch herschiebe, ist tatsächlich, ich möchte tatsächlich auch irgendwann mal eine längere Geschichte, so ganz kurz ist dann auch schon zu kurz, aber irgendwie so eine Mitteldistanz, Langdistanz traue ich mir vielleicht noch nicht so ganz zu, mit Vintage-Material einfach machen, einfach zu sehen mit diesen ursprünglichen Dingern, denn das ist es ja, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, ne? Dass die großen Helden des Sports von früher einfach das auf Material gemacht haben, wo sich heute niemand mehr darauf trauen würde oder wo man sich fragt, wie ging das überhaupt? Aber natürlich ging das und natürlich konnte man damit auch, du weißt es selber, hervorragende Zeiten erzielen. Und das mal selbst zu erleben, wie sich das anfühlt als so verweichlichtes Carbon-Kind, das will ich mir auf jeden Fall nochmal geben. Also das muss ich nochmal ausprobieren. Aber dafür brauche ich dann ja nun wirklich auch ein Vintage-Rad. Einen Helm habe ich schon. Ich habe einen ganz alten, irgendwann mal aufgehört, so einen ganz uralten Giro-Aero-Helm aus so ganz billigem Schaumstoff. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der, also das wäre dann auch wirklich nur Show und nicht kein wirklicher Sturzschutz, aber den hätte ich schon. Also mal gucken. Ja, ich bin sehr gespannt. Ja, ansonsten am Kiosk ist die Ausgabe morgen. Ich muss noch eine kurze Warnung zu der Ausgabe aussprechen. Der Fehlerteufel hat nämlich zugeschlagen und der könnte beim einen oder anderen auch physisch zuschlagen. Im Finisher-Plan am ersten Sonntag ist eine Radeinheit drin. Glaubt nicht allem, was gedruckt ist. Da steht was von 4,5 Stunden. Wahr sind 1,5 Stunden. Oh. Okay. Nur, dass wir es an dieser Stelle mal, da müssen wir jetzt leider zu unserem Fehler stehen, bei größtmöglichem Publikum, dass ihr es alle gehört habt. Im Finisher-Plan Woche 1, Sonntag, fahrt bitte nur 90 Minuten und nicht 4,5 Stunden, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, dass du es sagst.
Aber ich befürchte, viele werden sehr lang gefahren. Das tut uns echt leid. Ja, oh Gott, hoffentlich. Ja, ja, okay. Ja, sollte nicht passieren. Sorry. Ansonsten, was haben wir an Themen? Es geht um ein aktuelles Thema, was auch so ein bisschen durch die PTO aufs Podium gehoben wurde, über Mama werden im Spitzensport. Ja, genau. Ja, unsere Autorin Anita Horn hat mit drei prominenten Profimüttern gesprochen, mit Michelle Westerby, mit Anja Ippach und mit Daniela Bleimehl, die ihr zweites Kind erwartet. Und hat einfach sich mit ihnen darüber unterhalten, wie sind die Voraussetzungen und wie du hast es gerade gesagt, dass die PTO da was angestoßen hat, dass es quasi eine Art Mutterschaftsgeld gibt, dass das halt eben helfen soll, den Triathletinnen die Entscheidung auch zu erleichtern. Denn das steht, wenn ich mich richtig erinnere, auch so drin, dass der optimale Zeitpunkt, Mutter zu werden, leider auch häufig genau in die Zeit reinfällt, in der es sportlich gesehen halt nicht kein guter Zeitpunkt ist, um wieder aufzuhören. Ne? Und da ist natürlich bei vielen, glaube ich, einfach der Gedanke, dass der halt weggeschoben wird an Familie, weil der Sport dann doch im Fokus steht. Und ich glaube, dass diese finanzielle Absicherung richtet sich natürlich auch nach dem Ranking bei der PTO, wie viel das dann letztendlich wird. Aber ich sag mal so, wenn man sehr gut gerankt ist, dann geht das dann doch schon in fünfstelligen Bereich über den kompletten Zeitraum, den man dann raus sein kann. Und das ist schon was, was die Entscheidung vielleicht unterstützt, zu sagen, das geht vielleicht doch. Wie gesagt, die drei erklären, wie sie das gemacht haben und wie es bei ihnen gelaufen ist. Und finde ich einen ganz netten Einblick. Auf jeden Fall. Ja. Ja, ansonsten, wie gesagt, Schwerpunkt Rad, da haben wir vorgestellt den Besten seiner Zunft, den, der schon auf dem Queen K Highway eine Bestzeit aufgestellt hat, beim letzten Ironman sogar, der stattgefunden hat, dann allerdings nicht in die Wertung kam, weil er beim Laufen aussteigen musste, ein Porträt von Boris Stein und es geht um ganz viel Kaufberatung, welche Laufräder, welche Reifen, welche Sättel sind für mich passend und was tut sich da an Trends? Wir wollen alle wieder raus demnächst. Ich bin Indoor gefahren, da kommen wir gleich noch zu. Aber zum Thema Trends. Es gibt gerade einen runden Geburtstag zu feiern von einer Firma, die tatsächlich Trends gesetzt hat. Yeah. Mit dem ich zumindest sozialisiert wurde, sei es auf 26 oder auf 28 Zoll. Und du hast sie sogar schon mal besucht. Ja, genau. Shimano wurde am 21. März 100 Jahre alt. Und ich finde, 100 ist tatsächlich auch so eine Zahl, wo man das auch wirklich sagen kann, so wow. Ich meine, da gibt es tatsächlich in unserer Branche und in unserem relativ jungen Sport, da logischerweise noch niemanden, der das sagen kann, aber eben Firmen, die aus dem Radsport kommen, aber auch da sind 100 Jahre tatsächlich eine echte Hausnummer. Du hast es gesagt, ich bin halt auch so ein Shimano-Kind. Ne? Das ist halt wirklich von ganz, ganz vielen, die so im Radsport auch in den 70ern oder 80ern unterwegs waren, ist halt dann doch Campagnolo tatsächlich auch was so zum guten Ton gehört hat, die alten italienischen Marken überhaupt. Aber wer dann halt eben später dazu gekommen ist, so wie ich, der ist dann schon sein Leben lang vielleicht auf Shimano unterwegs gewesen. Und deswegen verbinde ich halt eigentlich alles, was mit Rennradfahren zu tun hat, ist bei mir letztendlich irgendwie Shimano sozialisiert. Und ich durfte, du hast es gesagt, tatsächlich die Firma mal besuchen in Sakai in Japan für ein paar Tage. Und das war ein sehr einprägsames Erlebnis, weil es tatsächlich so war, es war damals bei der Präsentation der DI2, also wir hatten das im Vorfeld auch immer schon begleitet und letztendlich hat Shimano auch die elektrische Schaltung ja nicht erfunden. Mavic war schon vorher dran, aber das hat sich nie durchgesetzt. Aber Shimano ist es dann halt gelungen, das in den Markt einzuführen und zur Präsentation wirklich der ersten elektronischen Gruppe wurden wir halt eingeflogen nach Japan, um uns das anzugucken und zu verstehen, wie diese Firma, die da riesengroß ist, überhaupt tickt und das war schwer beeindruckend. Also
man muss sich ja vor Augen führen, dass Shimano tatsächlich ein familiengeführtes Unternehmen ist. Ne? Es ist eine der, oder je nachdem, wie man es rechnet, auch sogar die größte Sportfirma der Welt. Aber okay. da kommt dann halt jemand und begrüßt dich und der heißt halt mit Nachnamen Shimano. Ne? Josu Shimano, der Präsident, leitet das, sind mehrere der Familie, ist es, ja, und das ist, finde ich, immer sehr, sehr beeindruckend, wenn Menschen ihren Namen auf der Firma stehen haben. Ich meine, das gibt es in anderen Branchen ja auch, wo man einfach sagen kann, ja, das ist immer noch, das sind die Nachfahren derjenigen, die das mal gegründet haben. Und angefangen hat das Ganze halt 1921 mit einem kleinen Ritzel, ne, mit einem Freilaufritzel, was wir erfunden haben. Die Stadt an sich hat eine extrem lange Metallverarbeitungstradition. Ich hab gelesen, irgendwie seit dem 5. Jahrhundert wird in der Region mit Metall gearbeitet. Schwerter, Messer, Rüstung. Ne? Also okay. Man kennt sich mit Wettkampf-Equipment da aus. Und eben aus dieser Tradition, aus dieser Messer- und Schwerter-Tradition und so kommt halt eben auch die Tradition des Unternehmens. Und wie gesagt, los ging es mit einem Ritzel über Narben. Indexiertes Schalten hat Shimano erfunden. Ne? Also klick, 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 gab es vorher halt nicht. Über Dual Control, dass man gleichzeitig bremsen und schalten kann, hin zu DI2 dann irgendwann. Ne? Das sind so diese Evolutionsstufen, die alle eben aus Japan kommen. Und ja, ich hatte es vorhin schon erwähnt, an meinem Vintage-Renner gibt es natürlich auch eine Shimano-Schaltung. Und ja, da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, irgendwie so aus meinem Geburtsjahr. Es ist nämlich die Dura-Ace, ist in den 70ern auf den Markt gekommen. Die erste wirklich komplette Dura-Ace-Gruppe, wo überall auf allen Komponenten noch Dura-Ace draufsteht, ist 78 veröffentlicht worden. Mein Geburtsjahr und dreimal darfst du raten, was an meinem Vintage-Renner verbaut ist. Ja, was für ein Jahr, 78, ja. Also Nils Fließhardt, Dura Ace und der Ironman, also mehr Legacy gibt's nicht im Triathlon. Ne? Man könnte von guter Sternenkonstellation reden. Ja, hervorragend. Ja. Was war deine erste Shimano-Schaltung oder deine erste, ja, Dreigang wahrscheinlich? Oder Sachs, aber am Rennrad. Oh, mein erstes Rad mit Schaltung kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Das hatte mein Opa mir mal geschenkt. Das erste, was ich mir selber gekauft habe, war ein Panasonic. Die bauen sonst irgendwie Stereoanlagen oder so, glaube ich, und Fernseher. Ich weiß nicht, damals haben sie auch Räder gebaut. Da war sicher schon Shimano dran, aber wahrscheinlich irgendwas mit 105 oder sowas. Und ja, ich habe eigentlich auch so ein paar Evolutionsschritte da mitbekommen. Ich weiß noch, dass wir irgendwann mal ausgeschrieben hatten bei den Triathlon Awards die Innovation des Jahres. Und nachdem die DI2 das dann dreimal hintereinander gewonnen hatte als jeweilige Innovation des Jahres, haben wir gesagt, okay, der Wanderpokal bleibt jetzt bei Shimano, wir schaffen die Kategorie ab. Ja, ja, also das ist dann, wenn du wirklich was Bleibendes schaffst, was den Leuten so in Erinnerung bleibt, dass sie jedes Jahr sagen, das war für mich der Höhepunkt des Jahres und das war das Ding des Jahres. Das Ding war halt auch bei der Präsentation, das hat sich halt auch hingezogen. Ne? Das wurde ja als erstes irgendwie bei den Profis, also bei den Radprofis gespottet. Da war dann klar, die fahren das schon irgendwie mit Prototypen und so weiter. Und bis es dann letztendlich im Markt angekommen ist, hat das halt auch gedauert. Ne? Also deswegen, das erklärt das auch so ein bisschen, bis es wirklich bei den Verbrauchern dann angekommen ist. Aber die Faszination war natürlich ungebrochen die ganze Zeit. Ja, ne? Ach ja, Japan in, was ist es heute? Ja, heute ist Dienstag. Ich glaube, heute in 4 Monaten ziemlich genau würde ich losfliegen. Ich darf ja noch als Journalist, Zuschauer sind ja inzwischen ausgeschlossen bei den Olympischen Spielen. Das ist so eine noch relativ absurde Vorstellung. Nein, es ist nicht ganz korrekt. Also bisher sind Zuschauer vom Overseas, heißt es offiziell, ausgeladen, was ja, wo Japan ein Inselstaat ist, alle anderen betrifft. In der Tat, ja. Also wenn wir hier in Europa von Overseas sprechen, dann sind wir immer noch Europa, aber international sieht man das anders. Overseas ist immer weit weg. Bisher eben die Entscheidung, die Spiele finden statt oder man hält an den Spielen fest, aber man hat die internationalen Zuschauer ausgeladen. Es ist nicht absehbar, dass die Tribünen deswegen mit Japanern gefüllt werden. Also es hängt noch so viel in der Luft gerade. Ja, ich bin weiter sehr gespannt. Ja, also ich kann mir so ein Triathlon bei Olympia
das war ja immer so, dass man kam da in dieses Stadion rein und da stand diese Riesentribüne und da dachte man, boah, sowas gab es noch nie beim Triathlon. Wenn das jetzt so aussieht wie bei unserem geliebten Triathlon oder so, das war auch schön, aber das kann ich mir jetzt wenig vorstellen. Ja, das wäre tatsächlich das, was ich dich gefragt hätte. Du hast das ja, ich war noch nie bei Olympia irgendwie vor Ort und diesen Spirit einzuatmen, ob das, wie das dann funktioniert, aber ja, das ist so ein schwieriges Thema, wir haben da schon so oft drüber gesprochen, ich kann schon auch irgendwie im Sinne der Sportler schon auch verstehen, dass man das nicht, oder dass man, wenn es möglich ist und wenn es irgendwie geht, dass man dann die irgendwie Variante nimmt, anstatt der so wäre es schöner gewesen Variante. Ja, man kann das von verschiedenen Seiten diskutieren. Also letztendlich geht es bei Olympia ja um Sport. Aber ich habe Olympia jetzt ein paar Mal erlebt, 6 Mal insgesamt, mit einmal Winterspielen. Und was mir von Olympia immer hängen geblieben ist, ist, okay, der Sport ist der Anlass, aber diese internationale Begegnung, die ganze Welt feiert sich und ihren Fortschritt und ihre Zusammengehörigkeit in einer Stadt, das ist das, was Olympia wirklich ausmacht. Und das war ja auch das, wo ich immer damals in der Argumentation hier für oder gegen Hamburg gesagt habe. Hamburg hat eine Riesenchance, sich zu präsentieren. Und von den Gegnern wurde immer nur gesagt, Dopingspiele. Ja, und kostet viel Geld und so. Also für mich ist Olympia mehr als der Sport. Ja, und jetzt wird es reduziert auf den Sport. Vielleicht ist das gut, vielleicht ist das nicht gut. Ich glaube, die Interessen, die da dran zerren, ob es stattfindet oder nicht, die sind dann wieder nicht nur der Sport, sondern geht es letztendlich um Geld, da geht es um Fernsehgelder, da geht es um Sponsoring und so weiter. Die Sportler sind, eigentlich habe ich so das Gefühl, anders als im letzten Jahr, doch der Meinung, es sollte durchgeführt werden. Im letzten Jahr war eher so die Stimmung, lass uns das bitte verschieben und zwar frühzeitig, dann wissen wir, woran wir sind. Jetzt wissen die Sportler, es gibt keine weitere Verschiebung aller Wahrscheinlichkeit nach, sondern es gibt eine Absage und ich weiß nicht, ob ich in 3 Jahren noch fit genug bin. Ne? Ja, also ja, für die Zuschauer ist die Situation jetzt zumindest klar, für uns Journalisten auch erstmal, auch wenn ich immer noch nicht weiß, wie ich von A nach B komme und so weiter. Also da bin ich noch am Diskutieren mit den Organisatoren, ob jetzt ein Olympia-Shuttle von meinem Airbnb zum Stadion fährt und so weiter. Also das ist alles noch offen, aber ich plane fest, nach Japan zu fliegen. Ich bin ja sonst doch eher sehr vorsichtig, was alle Dinge, die sich um diese Pandemie drehen, betreffen und habe da auch manchmal meine recht streitbare, aber strikte Meinung. Aber bei Olympia sage ich doch, das ist so ein großes Ding, da sehe ich mich schon dann auch in Japan und nicht hier zu Hause. Und von daher plane ich weiter mit allen Maßnahmen, die da zu treffen sind. Also ich werde wahrscheinlich auch dann vorher in Quarantäne gehen. Und dann da vor Ort nichts anderes machen als meinen Job. Also da wird nichts mit Tourismus ablaufen und so. Aber der Job ist ja auch erfüllend genug, wenn man sich auf die Sportarten Schwimmen und Triathlon konzentriert. Dann hat man da gut zu tun. Ein bisschen was zu tun, ja, wollte ich gerade sagen. Ja, von daher sehe ich der Sache doch mit einer gewissen Skepsis, aber auch mit einer gewissen Vorfreude entgegen. Mit einer gewissen Anspannung, sage ich mal, entgegen. Vorfreude ist sicher nicht das, was ich bei anderen Olympischen Spielen schon hatte. Aber naja. Da gucken wir mal, in 2 Monaten ungefähr wäre die deutsche Triathlon-Qualifikation in Kienbaum, die natürlich auch wahrscheinlich nur stattfindet, wenn auch Olympia stattfindet. Auch da planen wir eine Berichterstattung und von daher sind wir mal gespannt, was jetzt so auf uns zukommen wird. Ja, so ist es. Ja, bevor wir zum aktuellen Geschehen kommen, haben wir auch für diese Episode einen Präsenter. Diese Episode von Carbon und Laktat wird euch präsentiert von Trimtex. Trimtex kennt ihr als Ausstatter von den starken Norwegern zum Beispiel, von Christian Blumenfeld. Damit ist auch gesagt, die Marke kommt aus Norwegen, produziert dort hochwertige Sportkleidung unter einem Nachhaltigkeitsaspekt, aber auch natürlich unter einem Performance-Aspekt. Für Triathleten besonders interessant ist der Aero 2.0 Triathlon Speedsuit, den auch Christian Blumenfeld trägt. Ja, und für die Hörer dieses Podcasts hat sich Trimtex was einfallen lassen. Es gibt nämlich einen Rabatt von satten 25% auf der Website trimtex.eu. Da könnt ihr bestellen mit dem Code TRIMAGTRIM25, TRIMAGTRIM25. Wir stellen das auch nochmal in die Shownotes. 25% Rabatt auf die Sporttextilien der Firma Trimtex und das Ganze ist gültig bis zum 1. Juni dieses Jahres.
Ja, das aktuelle Geschehen kündigt sich an. Es gibt in einer Blase, die sich da nennt Olympiabad, am Wochenende hochrangigen Triathlon. Und zwar nach der Premiere des letzten Jahres, wo auch die Super League Triathlon gesagt hat, wir müssen uns neue Konzepte einfallen lassen. Sind auch sie in die Blase gegangen im letzten Jahr in Rotterdam. Rotterdam wird auch dieses Jahr Austragungsort sein, aber los geht es am Wochenende in London im Olympiabad. Die Super League startet wieder durch mit den sogenannten Arena Games. Und wir können live dabei sein. Ja, es wird übertragen auf Sport 1. Ne? Das ist ganz cool, finde ich. Ja. Also, weil es natürlich einfach auch ein schönes Format ist, um sich das anzugucken. Ne? Also, das ist ja, wird ja dann auch wirklich einfach durch die Show richtig gut. Ne? Am 27.03., also am Samstag, ist das Rennen. Los geht's mit den Frauen um 16 Uhr und dann folgen die Männer um 17 Uhr. Ja, ich schau mal gerade, was mein Trainingsplan sagt für den Samstag, ob das passt. Ne, eigentlich ein vorausschauender Coach sollte da 2 Stunden Rad. Perfekt. 2 Stunden Rad, G2. Ohne Kohlenhydrate wird bis zu dem Zeitpunkt ein bisschen schwierig, aber gut, das lässt sich ja ein bisschen modifizieren. Ja, perfekt. Perfekte Ausgangslage. Lucy Charles natürlich als großer Star angekündigt, zum ersten Mal bei der Super League dabei, aber als Britin, die Briten sind ja doch eher ein bisschen Kurzdistanz fokussiert. Lucy Charles hat ja eine gewisse Rolle gespielt bei uns in den letzten Wochen mit dem großen Porträt und auch mit ihrer mittragenden Rolle bei der Challenge Miami. Jetzt kann man sie nochmal wiedersehen und spannend. Aber aus deutscher Sicht steht eine Titelverteidigung auf dem Programm. Justus Nieschlag möchte zuschlagen. Ja, genau. Justus Nieschlag hat sich darauf vorbereitet, wird angekündigt natürlich. Ja, es ist natürlich eine riesen, ja, es ist eine Show-Veranstaltung, wenn man so will, aber man kann das nicht so ganz. Wir hatten im Vorfeld ein bisschen Kontakt zu Justus. Es ist für ihn das erste Rennen der Saison. Ne? Das ist nun mal so. Er hat sich vorbereitet, wenn auch nicht, ja, sagen wir mal 100% oder mit vollem Fokus auf dieses dann doch ungewöhnliche Format oder die Formate an diesem Renntag, aber schon auch mit gewissem Fokus, wie ich gerade gesagt habe, eben auf dieses erste Rennen. Der richtige Fokus ist bei ihm natürlich voll auf Kienbaum, ne, weil da will er sich für die Olympischen Spiele qualifizieren, darauf ist das ausgerichtet, aber er kommt aus 5,5 Wochen Trainingslager auf Fuerteventura. Und will schon zeigen, was da geht in der Arena. Also von einer Blase in die nächste Blase. Ja, genau. Also so ist es dann halt auch. Ne? Also die Anreise hat er halt ganz, ganz so spät wie möglich gewählt am Freitagabend. Das Rennen ist dann am Samstag und Sonntag geht so früh, wie es geht, wieder nach Hause. Und er hat gesagt, also man wird vorher getestet, man wird bei der Ankunft getestet, man wird währenddessen getestet und danach auch nochmal, sodass da halt viele Tests im Raum stehen, um dann halt möglichst, sollte man was eingeschleppt haben, man dann auch ganz schnell auch rausgefiltert wird und die kommen halt auch direkt ins Hotel und haben keinen Kontakt bis zum Rennen, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie mit lustigem Get-Together, sondern die werden halt voneinander getrennt gehalten, hätte ich jetzt fast gesagt. so, dass man sich halt nicht begegnet und dann eben im Rennen dann halt Kontakt hat, beziehungsweise zusammen raced. Auch das ist ja ein großer Olympiatest. Ja, wir haben es ja jetzt gesehen, Anna Haug hat es erwischt in Miami. Wir haben gesehen, bei der Leichtathletik-EM ist das Ganze ein bisschen mehr eskaliert. Ich glaube, da gab es 51 positive Tests am Ende, positive Fälle. Aber man muss natürlich die Dinge ausprobieren. Im Hochspitzensport kann ich das auch durchaus nachvollziehen. Ich als Age-Grupper kann gut damit leben, momentan die Füße stillzuhalten. Ich möchte halt, dass irgendwann wieder alles normaler wird und da muss ich jetzt nicht um jeden einzelnen Wettkampf kämpfen gerade. Aber im Spitzensport ist das so, das ist deren Job und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich mir das da am Samstag von der Rolle aus anschaue, wenn das Wetter entsprechend draußen noch nicht fahrbereit ist. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen wieder draußen fahren. Ja, sind ja in beiden Startfeldern, bei den Frauen und bei den Männern, extrem spannende Namen auch dabei. Lucy Charles Barkley hast du vorhin schon gesagt, Georgia Taylor Brown ist am Start. Ruth Asche finde ich ganz interessant, war Age Group Weltmeisterin auf Hawaii, als Teil des Team Swift, ist dann jetzt Profi geworden und kommt quasi jetzt von der langen Strecke dann eben jetzt auf diese Harakiri-Formate zurück. Bin gespannt,
wie sie sich da schlägt. Eine sehr interessante Frau mit ganz, ganz, ganz viel Biss. Also ja, schauen wir mal. Und die ist halt Swift-Profi, ne? Das, also in Anführungsstrichen. ja, wird sich zeigen, wie sie klingt. Und bei den Männern auch super spannend, ne? Justus Nieschlag als Titelverteidiger. Aber Jonathan Brownlee ist dabei. Tim Don immer noch nicht so richtig, was ihn geritten hat, sich da auf seine, ich sag's jetzt mal vorsichtig, alten Tage nochmal auf seine Vergangenheit zu besinnen und da nochmal in kurzen Formaten sich an den Start zu wagen. Da bin ich sehr gespannt, wie er sich schlägt. Also da weiß ich auch nicht, keine Ahnung, kann ich ganz schwer einschätzen. Ich glaube, das weiß er selber auch nicht so genau. Nee, aber auch er kommt ja Langstrecke zurück, das wird für ihn genauso schmerzhaft. Jonas Schomburg noch am Start aus ganz Deutschland. Genau, unser schon qualifizierter Olympiaathlet für Tokio. Und auch hier mein Name, also, der bei der Super League immer für Präsenz sorgt, sagen wir mal so. Ne? Also der sich da ja auch immer ganz gut zeigt, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, Super League ist ein spannendes Thema gerade aus eigenem Interesse. Es gibt ja diese beiden Rennen in London und in Rotterdam und anlässlich des Rotterdam-Rennens gibt es auch eine, jetzt muss ich es genau auf die Reihe kriegen, Super League Triathlon, schon bin ich raus, Super League Triathlon Rotterdam 2021 Team Championship. Arena Games fehlt da noch. Arena Games hast du noch vergessen. Genau, Powered by Swift. Powered by Swift, genau. So. Genau, das Ganze ist eine Rennserie für Age-Grupper, die sich über 3 Wochen erstreckt. Erschreckend ist das auch. Und zwar fahren die Männer montags Rad und laufen freitags. Die Frauen machen das umgekehrt. Gestern war das Auftaktrennen und es war schmerzhaft. Du warst dabei. Ich war dabei, ja. Wir haben aufgrund einer Initiative von Gerd und Frank aus der Power and Pace Community haben wir ein Team gemeldet. Und das ist auch sogar recht groß geworden. Es ist das größte Team, was da überhaupt am Start ist. Eben wurde die Marke von 100 geknackt. Es wächst also noch. Alle, die sich berufen fühlen, können auch weiter diesem Team beitreten und beiwohnen. Man hat eben die Chance, montags und freitags zu racen. Das erste Rennen ist jetzt gelaufen. Wie gesagt, montags die Radrennen für die Männer, die Läufe für die Frauen. Freitags umgekehrt. Es reicht auch, wenn man nur ein Rennen einbringt. Jeder Finisher gibt einen Punkt und die Top 10 kriegen nochmal extra Punkte. Genau. Gestern ging es zur Sache, wir hatten den Lauf der Frauen über 11,65 Kilometer, da habe ich wenig von mitbekommen, weil wir gleichzeitig Rad gefahren sind, wir Männer. Wir sind die Runde London 8 gefahren auf Swift mit dem berühmt-berüchtigten Box Hill. Also alle Frauen, die das am Freitag noch vor sich haben, man ist erst oben, wenn man 16,2 Kilometer auf dem Tacho stehen hat. Auch wenn man vorher durch so einen Bogen schon fährt. Es tut danach noch länger weh. Autsch. Ja, also ich bin ja kein erfahrener Swift-Racer. Ich wusste nur, du musst 10 Sekunden vorm Start eigentlich schon bei Maximalanschlag radeln, um gut wegzukommen. Und alles andere ergibt sich dann. Moral von der Geschichte, es sind irgendwie knapp 200 Leute ins Ziel gekommen. Ich war 119. Es war erstaunlich, wie schnell da Gruppen auseinanderreißen und wie du dann eigentlich keine Chance mehr hast. Da werden erfahrene Swift-Racer mehr zu wissen. Aber was für mich zählte, der Team-Spirit war da und vor allen Dingen, ich habe eine bessere FTP als letzte Woche beim FTP-Test. Das war das ist persönliche Nebenziel. Sehr gut. Ne? Ja, und für uns übergeordnet ist es natürlich einfach extrem cool zu sehen, ne? dass sich da aus der Community sowas gebildet, dass die Leute jetzt als Team antreten. Ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr das so aktiv gestaltet. Und großartig. Einfach nur cool, ja. Ja, also wir haben jetzt aus dem ersten Rennen fast doppelt so viele Punkte mitgenommen als das zweite Team. Wir haben 2. Platz insgesamt. Also die Reihenfolge war Holland, Power and Pace, Holland. Und der Power and Pacer, der da für uns das Ganze gerockt hat, auch eine großartige Geschichte. Der hat nämlich erst einen Triathlon gemacht. 2012 hat er eine olympische Distanz gemacht und da hat er meinen Film gesehen von der Challenge Rot 2019, wo ich mit Kamera gestartet bin, Alexander Harra, und hat dann gesagt, das will ich auch. Und dann fange ich wieder mit Triathlon an. Und dann hat er sich unsere Trainingspläne gezogen und hat da gestern mal ordentlich gerockt. Das gefällt mir.
Das ist schöne der Spirit. Geschichte. Das ist der Spirit. Nicht so lange jetzt so, nee, ist ja, ja, man kann sich natürlich oder man sollte sich immer auch sehr gewissenhaft vorbereiten. Deswegen ist es gut, dass er das gemacht hat mit Trainingsplänen und darauf dann auch hinarbeiten und sich vorbereiten. Aber ich bin der Überzeugung, dass ganz, ganz viele zu viel Respekt vor den längeren Distanzen haben und sie nicht machen, ja, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie trauen sich das nicht zu oder so. Ich glaube, da sind wirklich viele unterwegs, die das Zeug definitiv hätten und denen muss man einfach zurufen, macht es, ja, macht es, geht auf längere Distanzen, probiert euch aus und ja. Guckt, was das mit euch macht irgendwann. Ja, ja. Also nicht so lange wie gesagt, warten. Ja, das Team ist noch offen. Es gibt parallel zum Team gibt's einen Discord-Channel, wo wir uns dann während des Racings unterhalten. Unterhalten ist das falsche Wort, weil bei so einem Race, ich stelle mir vor, dass es sich so im Swingerclub anhört. Ja, ein Gekeuchze, ein Geächtze, ein Gestöhne. Ja, keiner sagt mehr irgendwas und am Ende alle so ein erlösendes. Ah. Ja, beim Bund hieß es immer, wer noch reden kann, ist noch nicht am Anschlag. Also von daher. Hoffe ich, dass da nicht so viel gesprochen wird. Im Sinne des Teams. Im Sinne des Teams, ja. Am Freitag dann der Lauf. Ich bin raus, aus gutem Grunde. Hier ist Kindergeburtstag, da keine Kinder kommen können, feiern wir Geburtstag für uns. Aber das widerspricht einem Ausflug in ein geschlossenes Institut, um auf ein Laufband zu gehen. Das müssen andere dann reißen. Aber ich freue mich drauf, am Montag wieder auf dem Rad anzutreten da. Sehr gut. Bring dich ein fürs Team. Der Punkt ist dir sicher, Frank. Ja, genau. Punkte sammeln. Viel mehr ist halt auch einfach nicht zu holen, weil unter die Top 10 zu kommen, dafür musst du halt schon wirklich richtig, richtig gut sein. Also, ja, extrem, ne, also, Respekt, wer es da reinschafft. Wirklich. Ja, ne, ich meine, das ist ja alles irgendwie alles relativ und du glaubst, du hast alles gegeben und hast echt eine gute Leistung gebracht und dann bist du da irgendwie so im hinteren Mittelfeld. Ne? Ja. Ja. Das ist eine andere Bühne. Das ist eine andere Bühne. Eine tolle Bühne gab es am vergangenen Sonntag. Es gab einen Einladungslauf über 10 Kilometer in Dresden und unser Kollege war am Start. Ja. Simon ist die 10 Kilometer, jetzt haltet euch fest, in 30:29 gelaufen. Official. Genau. Official. Ja. Live übertragen vom MDR, hat damit die Normzeit für die deutschen Meisterschaften unterboten. Ja, die deutschen Leichtathletikmeisterschaften hängt jetzt noch davon ab, wie viele schnellere melden, ja, weil da gibt es sowohl die Normzeit als auch die Kapazität des Rennens. Aber ich war ja mit ihm fest der Überzeugung, nachdem ich ihn im letzten Jahr begleitet habe, wo er auch die große Story geschrieben hat, da über seinen Sub-31-Versuch, der auch gut geklappt hat. Da hat er ganz klar gesagt, das war das Ende der Fahnenstange. Schneller kann das nicht gehen. Und jetzt legt er nochmal 30 Sekunden drauf. Aber das sagt Simon ja immer, dass es das Ende der Fahnenstange ist. Also es ist nicht Fishing for Compliments. Ich glaube, das ist bei ihm tatsächlich so. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass er auch dann jetzt nochmal eine Stufe beim Training auch nochmal drauf gelegt hat. Einfach aufgrund der ganzen Situation, die er jetzt hat. Irgendwie hat er auch, glaube ich, jetzt tatsächlich so viel investiert, wie er vorher gedacht hat, dass er das niemals investieren wird können. Mm-hmm. War das ein richtiger Satz? Ja. Genau. Und ich glaube, eigentlich gemacht hat er das, glaube ich, echt nur für den Hashtag, ne? Dass er jetzt in seine Lauf-Instagram-Einträge immer schreiben kann, Hashtag Sub3030Guy. Ich glaube, das ist das tatsächlich, was die echte Motivation war. Sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt. Ich habe beim Laufen mitgeführt. Ich habe den Livestream auf. Ich bin selbst gelaufen und habe den Livestream auf dem Handy beim Laufen geguckt. Dementsprechend langsam war ich unterwegs, weil ich immer gucken musste, dass ich nicht auf die Schnauze falle. Aber ich habe dann immer zwischendrin immer so aufs Telefon und geguckt. Na, ist er das gewesen? Ich wusste ja, dass er im Blau unterwegs ist. War gut, sah seltsam aus wahrscheinlich, aber es kollidierte. Die Termine kollidierten und es ging nur so. Mach das bitte nicht im Juli, wenn die Tour läuft beim Radfahren. Es ist, ja, da sind die Etappen ja auch länger. Ich wusste ja, dass er so schnell ist, dass ich mir das mit meinem Datenvolumen gerade noch so leisten kann. Okay, ja, das ist ein Argument. Ja, ich bin morgen dran. Morgen steht der Lauftest unseres Trainingsprogramms auf dem Programm, aber ich bin momentan eh im Testmodus. Ich teste ganz viel. Also Schuhe haben wir ja schon besprochen. Ich bin jetzt durch mit 13 Paaren. Das 14. passt mir nicht. Und was trägst du morgen? Ich trage morgen den Carbon-Schuh von Adidas. Ja. Den Adi Zero, genau. Adios Pro. Modell so heißt er, glaube ich. Ja, genau. Ne? Und dazu einen Stride, um auch nochmal ein paar Daten zu ermitteln.
Ansonsten, ja, ich bin gerade so ein bisschen am Lauf Tools testen. Ja, ich habe Mäuse, ich teste Mäuse. Ja, ist ein spannendes Thema. Das sind so. Ich habe, als die Mail kam, ehrlich gesagt, habe ich weitergeklickt, als ich das Wort Laufmaus gelesen habe, weil mir das nichts sagte. Aber du kannst mir das jetzt erklären, was es ist. Ja, das sind, diese Mäuse sind, die haben angenehm rundliche Formen. Ja, du nimmst eine links und rechts und fixierst sie mit Gummibändern an den Handgelenken. Und dann gehst du laufen. Und das bringt was? Das soll insgesamt, du hast die Hände dann in so einer Art Pistolenhaltung und es soll insgesamt, ja genau, es soll insgesamt sich auf die Körperhaltung während des Laufens auswirken. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ich werde auch da mal mit Garmin und Strides ein paar Messwerte erheben und einfach mal gucken, kann man da ganz grob Unterschiede erkennen, vielleicht auch mal bei Intervallen, mal mit, mal ohne. Dazu kommen jetzt noch Textilien für ein FE226, die quasi so eingebaute Kinesio-Tapes haben, um da eben auch die Körperhaltung zu beeinflussen. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob das alles messbar ist. Also bei den Carbon-Schuhen, da habe ich nicht gedacht, dass sich das so anders anfühlt, da drin zu laufen. Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. Ja, und da muss man immer gucken, wofür setzt man das ein? Das eine eher fürs Training, um dann im Wettkampf zu performen. Das andere sind ganz klare Wettkampfbeschleuniger. Also das Experimentieren macht mir da gerade Spaß, ja. Und es passt auch ganz gut. Wir hatten jetzt gerade einen schönen Laufblock. Ich bin dann auch so auf meine 70 Kilometer in der Woche gekommen. Also da konnte man schon den einen oder anderen Schuh durchbringen. Und jetzt werde ich mal so bei einzelnen Schuhen ins Detail gehen. Aber morgen ist erstmal 5000 Meter Test. Und da werde ich mal versuchen, das Thema Simon komplett auszublenden, weil das bremst nur, wenn man denkt, dass man hier voll am Anschlag läuft und dass da immer noch mehr als eine Minute schneller geht pro Kilometer. Also, das ist alles theoretisch. Denk an mich, du hast mir eine U20 versprochen. Psst! Das hast du jetzt hier schon dreimal gesagt. Du hast das gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich mache das erst im Herbst. Aber ich sage das aber auch nur, weil die Garmin das sagt. Du bist jetzt schon fällig. Ja, ich bin jetzt schon fällig. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wird das auch live gestreamt eigentlich irgendwo? Nein, nicht live gestreamt, aber ich werde Fahrradbegleitung mit Kamera haben. Sehr gut. Ne? Also da darf ruhig die ganze Szene dran teilhaben. Das war ja, ich meine, letzte Woche war ja auch Test, wir müssen dieses Thema ja leider nochmal ansprechen, FTP-Test, meine Güte. Ja, ich, man kann es auch mal richtig vergeigen. Ich weiß allerdings nach wie vor nicht warum. Ja, also weder von der Leistung noch vom Puls her hätte ich abbrechen müssen, aber manchmal ist es dann einfach die Tagesform und wenn dann einmal der mentale Faden reißt, weil du da in der Öffentlichkeit stehst und öffentlich strampelst und stöhnst und auch noch Björn daneben steht und genau zuguckt und so, es ging einfach nicht. Ne? Also, ja. Ne? Also wir haben Auswertungen und sind sehr, sehr happy, wie sich die Leute verbessert haben vom letzten Test, der Anfang Dezember stattgefunden hat, bis jetzt. Also über den Daumen gepeilt liegen wir irgendwo bei 10%. Wir werden auch noch einen Artikel zu veröffentlichen. Das ist schon richtig gut. Also das Training schlägt an und ich habe auch ja nicht nach anderen Plänen trainiert, aber es hat einfach mal nicht hingehauen und solche Tage gibt es eben auch. Ja, irgendwo. Das fühlte sich sogar am Anfang noch okay an und irgendwann fragst du dann, scheiße, warum mache ich das eigentlich hier und warum musste ich das wieder öffentlich machen? Ja, also, ja. Ja, dann ist es auch eigentlich fast schon rum. Also ich glaube, dass tatsächlich, also ich bin auch kein Test-Typ. Also ich kann mich für, also normalerweise musst du es ja, du musst dich ja für einen Test so motivieren, wie du es fürs Rennen müsstest. Es ist ein Wettkampf. Das ist halt aber, dann macht das dem Kopf mal klar. Also ich weiß ja, unser Kollege Markus Baranski, der auch ein Vieh ist auf dem Rad und da alles in Grund und Boden fährt in seiner Altersklasse und manchmal auch noch drunter, der tut sich auch total schwer mit Laborsituationen. Ja, das ist einfach, kann auch nicht jeder. Aber wenn man das einordnen kann, dann ist es auch nicht so problematisch. Wichtig ist es dann ja am Ende, dass es auf der Straße funktioniert. Und dann kann das ja auch im Labor mal in die Hose gegangen sein. Ist das halt einfach so. Ja, ne, also letztendlich muss man es so sagen, es ist in die Hose gegangen. Ich musste eben so nach 12 Minuten abbrechen und dann waren einfach, ich konnte auch immer wieder rankommen an die Leistung, die ich eigentlich als Ziel hatte, aber ich musste immer diese Pausen dazwischen haben und die ziehen dann natürlich enorm runter. Und wie gesagt, gestern im Rennen war auf einmal am Ende dann auch eine höhere FTP in der Auswertung als in dem FTP-Test.
Mir kamen auch die ersten 20 Minuten des Rennens gestern deutlich kürzer vor als die 20 Minuten im FDP-Test, aber so ist es halt. Aber ich habe gehört, dass es die Leute motiviert hat. Also mich da wirklich auf Deutsch abkacken zu sehen, hat die Leute extremst motiviert und vielleicht ist deswegen die Steigerung gegenüber dem letzten Mal auch nicht bei 9,5, sondern bei 10%. Und wenn es dem Zweck gedient hat, dann war es gut, das durchzuziehen. Und, in den ja. Dienst der Community gestellt, wunderbar, so soll das sein. Ja, aber die Community hat uns auch viel zurückgegeben. Also wir haben über 300 Filmeinsendungen bekommen. Ich bin sehr beruhigt, dass ich nicht der Lauteste war. Der Film wird noch zusammengeschnitten, da werden wir die Tage dann mal eine schöne Premiere feiern. Also großartige Szenen, ja, mit Fanclub, mit tollst eingerichteten Pain Caves. Also Pain Cave ist ja tatsächlich kein fester Begriff, müssen wir jetzt festhalten. Wir haben wirklich alles gehabt, vom höchst gerüsteten Hightech-Labor bis zum Hühnerstall mit lebenden Hühnern. Rocky-Style, ja, also, ja, das ist gut. Ja. Ich bin so gespannt. Ich kenne das noch nicht, das Material, also ich freue mich da sehr drauf. Ich habe inzwischen fast alles gesichtet und mal so vorsortiert und werde sicher noch den einen oder anderen Tag brauchen, bis das perfekt ist. Aber das wird ein schöner Film und ich glaube, der wird wieder für einen Monat zusätzliche Motivation da draußen sorgen. Ja, auch wenn die Wettkämpfe so noch nicht stattfinden, aber da muss man sich einfach seine eigenen Wettkämpfe kreieren und da sind wir, glaube ich, ganz gut dabei gerade. Das machen wir. Ja, eine traurige Meldung kam die Tage über die Ticker und zwar geht es um zwei Athleten oder einen Athleten, der mehr als ein versagender Frank beim FTP-Test viel, viel mehr dazu beigetragen hat, Hunderte, Tausende, wenn nicht sogar Millionen Menschen zu inspirieren. Das Team Hoyt ist bekannt geworden durch zwei Starts beim Ironman Hawaii in unserer Community. Das ist aber auch nur die Spitze des Eisbergs. Also da stehen über 30 Boston-Marathon-Finishes noch in der Vita. Rick und Dick Hoyt, Vater und Sohn, waren auf vielen Sportveranstaltungen unterwegs. Vater Dick, jetzt muss ich gerade gucken, das ist immer so kompliziert, Vater Dick ist gestorben mit 80 Jahren. Sein Sohn Rick ist der schwerbehinderte Junge, den der Vater liebevoll quasi durch dick und dünn buxiert hat, bei den krassesten Rennen, die man sich vorstellen kann. Wie gesagt, auch beim Ironman Hawaii 1989, 1999. Ich kann mich daran erinnern, 1999, wie Rick da in das Boot gehoben wurde, das sein Vater dann schwimmend gezogen hat. Also absolute Gänsehautmomente. Und die beiden stehen eigentlich für das, was so der Slogan von Ironman ist, Anything is possible. Und haben da wirklich für viel Gänsehaut gesorgt. Und wie gesagt, Vater Dick ist leider vergangene Woche verstorben, im Alter von 80 Jahren. Und hat ein Denkmal hinterlassen. Man hat ihm sogar ein Denkmal gebaut sogar. Ja, also es gibt eine Skulptur von den beiden. Also das ist wirklich Sportgeschichte, ohne dass wir über absoluten Spitzensport sprechen. Ja, weil es das halt auch ist, wofür unser Sport auch steht, ne? Dieses sich Ziele setzen und sie dann gegen alle Widerstände dann doch irgendwie möglich zu machen. Und wenn man sich, ich muss tatsächlich ehrlich zugeben, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie, dass die Teilnahmen beim Ironman, das ist alles, kenne ich nur aus der Ironman-Geschichte. Ich war da nicht dabei, ich durfte die auch nie kennenlernen, habe sie nicht, aber ich kenne natürlich die Videos von den beiden. Und habe mich jetzt auch noch mal so ein bisschen eingelesen und das ist tatsächlich, kriegst beim Gänsehaut beim Lesen tatsächlich, wie sich das als mit eben der, ja, dass Rick eben mit dieser schweren Behinderung auf die dann aufgrund einer Geburtskomplikation dann eben sein Leben damit leben musste und dass aber auch dann die Eltern gesagt haben, nein, wir geben ihn jetzt nicht in eine Einrichtung, wie die Ärzte das wohl damals geraten haben, so steht es dann in deren in Vita drinne, gesagt haben, gebt ihn in eine betreute Einrichtung, das wird nichts quasi mit einem richtigen Leben. Und dass sie gesagt haben, nein, das machen wir nicht. Wir ziehen ihn groß wie einen ganz normalen Jungen. Und das hat dann seinen Lauf dahingehend genommen, dass er letztendlich einen Abschluss an der Boston University gemacht hat irgendwann. Das ist einfach eine Gänsehautgeschichte, wie die beiden das geschafft haben und dann auch, wie sie da zu diesem Sport gekommen sind. Es war so, dass Rick
irgendwann gesagt hat, er möchte an einem Charity-Lauf teilnehmen für einen Lacrosse-Spieler, der bei einem Unfall gelähmt wurde, und gesagt hat, da werden Spenden gesammelt, das ist ein 5-Meilen-Lauf, da will ich teilnehmen. Und dann hat sein Vater ihn in seinem Rollstuhl, der damals noch kein Sportrollstuhl war, über die Piste geschoben da, und haben die 5 Meilen, das betont er immer, sind nicht letzter geworden, sondern vorletzter. Und das war quasi das erste Mal, dass sie sowas gemacht haben. Und am Abend, Rick hat einen, in den 70er Jahren, das muss man sich schon mal vorstellen, einen Computer gebaut bekommen, mit dem er kommunizieren konnte, indem er quasi einzelne Buchstaben anticken konnte. Und er hat dann am Abend damit kommuniziert, hat gesagt, Dad, when I'm running, it feels like I'm not handicapped. Und das war der Auslöser dafür, für über 1000 Rennen, die die beiden danach zusammen gemacht haben als Team. Haben eine Foundation gegründet, haben Leute inspiriert, zu spenden, unfassbar viele Spenden gesammelt. Wie gesagt, über 30 Mal den Boston Marathon gemacht, über 70 Mal. Die sind durch Amerika in 45 Tagen gelaufen, die beiden, 6 Ironmans zusammen gemacht, 2-mal Hawaii. Und haben ganz, ganz viele auch inspiriert, ne? Also, das auch, dann auch solche Teams zu gründen und zu sagen, hey, das nehmen wir uns als Beispiel, wenn die das hingekriegt haben, dann warum kriegen wir das nicht auch hin? Und da habe ich zum Beispiel eine Begegnung mit dem Team Garwood, an das ich mich erinnere, die da eigentlich selbe Konstellation, Vater und Sohn, die auch Langdistanz-Triathlon gemacht haben, als ich in Rot gestartet bin, 2015, waren die auch am Start. Und ich weiß es noch, war vorher bei der Pressekonferenz und so weiter, wusste man halt, die sind dabei und man hat das alles mitbekommen und so, aber ich war da ehrlich gesagt auch so ein bisschen in meinem eigenen Tunnel damals, dass ich dann auch die Geschichte und so nicht mitbekommen habe, aber ich weiß es noch, auf der Radstrecke, dass ich da einen Moment hatte, wo wirklich bei mir echt nichts mehr ging, total verwachst, es war heiß, es war windig. Und ich habe richtig angefangen, das kennt vielleicht auch jeder von langen Distanzen, so mich selbst zu bemitleiden. Und habe so gesagt, so Mann, oh, mir geht's so schlecht und so. Und also wirklich richtig mi, volle Kanne, so richtig. Und dann bin ich auf die beiden getroffen. Und dann, das war für mich so richtig so ein Moment, wo ich gesagt habe, so, kannst du jetzt bitte mal aufhören, hier so rumzuheulen? Guck mal, was die beiden leisten, ne? Guck mal, die waren noch auf ihrer ersten Radrunde. Ich hatte, ne, und habe gesagt, so, Was die hier abreißen und für was die sich motivieren, wer bist du, dass du jetzt da quasi so rumheulst mit dir selber? Das hat mir auf Deutsch gesagt echt so den Arschtritt gegeben, das Rennen da wirklich überhaupt weitermachen zu können. Bin ich denen sehr dankbar für. Also das extrem motivierend, finde ich. Also mir geht das immer so, wenn ich sowas sehe, denke ich immer so, okay, das, was man selber denkt, oh, meine Achillessehne tut vielleicht ein bisschen weh und so weiter. Mhm. Ich meine, da gibt es ja unfassbar viele Beispiele für Menschen, die das mit Prothesen machen. Für mich ist das extreme Motivation, weil das immer zeigt, was überhaupt möglich ist, wenn man will, wenn man alles aus sich rausholt. Und dass man selber, wenn man gesund an der Startlinie steht, hat einfach überhaupt mal gar keinen Grund hat, sich da selbst zu bemitleiden, sondern dass man sich einfach mal, ganz egal, was für eine Zeit man da ablegt, sich einfach mal daran freuen kann, dass man das gesund hinter sich bringen kann und gesund Sport machen kann. Ja. Ja, also für das, was Dick Hoyt da auch für seinen Sohn geleistet hat, wurde er mit Recht in die Ironman Hall of Fame aufgenommen. Er durfte also dann quasi ein drittes Mal über den ADE Drive stolzieren mit seinem Sohn. Zweimal hat er gefinisht und dann wurden sie in die Hall of Fame aufgenommen. Spätestens damit hat er dann auch offiziell den Legendenstatus bekommen. Und wie gesagt, das ist ein Denkmal. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit solche Erlebnisse auch den Machern den Anschub gegeben haben, sich diesen Slogan auszudenken, anything is possible. Das, ich meine, für uns, wir wissen, das ist irgendwie, wenn du gesund lebst und trainierst, so ein Rennen zu finishen, okay, aber unter diesen Umständen, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, ja, und wie gesagt, die haben diesen Slogan verkörpert wie niemand sonst, ja, also eine wahnsinnige Gänsehautgeschichte. Und du sagtest schon, die hat auch inspiriert, ja, da gibt's auch genug Leute, die sagen, okay, meine eigenen Schmerzen, die ertrage ich jetzt. Das haben schon ganz andere geschafft mit wesentlich höheren Hürden. Aber es gibt auch ein Team, und wenn wir jetzt über Rick und Dick gesprochen haben, dann gibt es auch noch einen Nick.
Ja, und der Nick ist nämlich 2002 auf Hawaii, hat er gefinisht. Und da war seine Frau Delphin, war da schwanger. Und was sie da noch nicht wussten, und er hat sich damals schon gesagt, ich starte hier immer noch mal mit meinem Sohn. Was sie da aber noch nicht wussten, ist, dass auch der Sohn schwer krank ist. Der Sohn heißt Rio. Und dem hat er dann irgendwann versprochen, wir finishen zusammen den Ironman auf Hawaii. Und standen da auch wohl in Gesprächen. Dann wurde ihnen gesagt, ihr müsst noch eine Langdistanz und zwei Halbdistanzen finishen vorher. Und dazu sollte es jetzt kürzlich kommen, und zwar beim Ironman 73 Dubai. Waren die beiden gemeldet und kurz vor dem Start wurde denen gesagt, nee, ihr dürft aber nicht. Hm. Ne? Und der Grund war, dass Rio erst jetzt 18 Jahre alt wird. Der war noch nicht volljährig. Ich weiß jetzt nicht, wie die Volljährigkeitskriterien in den Emiraten sind, aber man hat denen gesagt, du bist noch nicht 18 Jahre alt, ihr dürft hier nicht auf die Strecke. Ja? Und das gab Protest, das gab Beschwerden. Inzwischen gibt es auch wohl eine Einigung. Und man hat sich da wohl auf einen gemeinsamen Sprachgebrauch geeinigt und die Challenge ist jetzt erst dadurch richtig offiziell und groß geworden. Das Projekt heißt Rio to Kona. Also gibt auch einen Hashtag. Ja, genau. Yeah. Gibt auch einen Hashtag, Rio 2 Kona, ja, und darunter firmieren die beiden das Team Angel Wolf. Rio und Nick wollen zusammen in Kona starten und quasi die Legacy antreten, die Rick und Dick Hoyt da eröffnet haben. Ja, sehr cool. Also ja. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ja, ich finde das gut, habe ich ja schon gesagt. Also allein dieses gegen Widerstände anzutreten und so weiter. Ich meine, das war auch beim Team Hoyt sogar auch so. Also als es am Anfang darum ging, dass sie zusammen Marathon, denn davon kam sie ja, ne, Marathon laufen war ja eigentlich das, was sie inspiriert hat. Dann hieß es ja Boston, was einfach ja der große Marathon in der Ecke ist. Mit Qualifikation heißt ja, ihr müsst euch qualifizieren. Und dann hat Dick gesagt, okay, dann müssen wir machen irgendwie so. Der hatte auch keinen also war Soldat, aber kein Leistungssport-Background, hat sich dann qualifiziert. Und dann haben sie gesagt, so ja, aber wir brauchen aber die Zeit in der Age Group von deinem Sohn, nicht in deiner. Und er war da schon über 40. Haben sich auch dadurch dann durchgebissen. Und ich habe es irgendwo mir aufgeschrieben, 2:50 war die Quali-Zeit, die die zusammen schaffen mussten, ne? 2:50. Also, muss man erstmal hinkriegen, ne? Und wenn man einen Rollstuhl vor sich herschiebt. Also, absolut krass. Und das ist halt dieses eben gegen Widerstände durchsetzen und einfach gucken, was geht. Das haben die perfekt gemacht. Ja. Ob es zum Ironman Hawaii im Oktober kommen wird, das wissen wir noch alle nicht. Da gab es jetzt einen Artikel auf einer hawaiianischen Nachrichtenwebsite auf Big Island Now, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Ja, also wir haben verschiedene Szenarien, die da eine Rolle spielen. Wir haben natürlich das Thema Impfung. Da ist Hawaii deutlich weiter, als wir es hierzulande sind. Ja. Mit inzwischen 26% der Bevölkerung durchgeimpft, wie ich es gesehen habe, in den aktuellen Zahlen. Aber Hawaii hat sich natürlich auch stark abgeschottet über die letzten Monate. Und das ist das große Wettrennen mit der Zeit. Wie laufen die Impfungen weiter in den Märkten, die auch den Ironman Hawaii bedienen? Wie laufen die Impfungen auf Hawaii weiter? Wobei man da momentan sagen kann, okay, wenn die jetzt schon so weit sind, dann sollte es bis Oktober vielleicht auch noch weitergegangen sein. Das ist das eine Szenario. Das andere Szenario ist, dass wir jetzt ja leider doch sehen, dass sich das ein oder andere Rennen verschiebt. Leider so unter dem sportlichen Aspekt, gesellschaftlich verantwortlich durchaus wichtig, dass man das so tut. Auch überraschende Dinge, dass eben jetzt der Ironman Texas abgesagt wurde oder verschoben wurde in einen Zeitraum, der eigentlich nicht mehr für eine Hawaii-Quali in diesem Jahr reichen würde. Also da verschieben sich so die Quali-Möglichkeiten. Es ist ja nach wie vor so, dass so ungefähr 1000 Leute qualifiziert sind für Kona. Das Rennen hat eine Kapazität und eigentlich auch eine Verpflichtung, 2500 Leute an den Start zu bringen, damit auch die Macher da das Geld mit verdienen, was sie momentan Wochenende für Wochenende verlieren. Von daher ist da ein großes Rennen mit der Zeit angebrochen und wir sind sehr gespannt. Also ich meine, über Deutschland brauchen wir nicht groß reden. Ja, wir reden darüber, dass jetzt hier ein absoluter Stillstand nötig ist und wir können, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass wir am 6.6. Ironman Fest in Hamburg feiern werden.
Ja, ich meine, das ist ja auch so ein Punkt, der immer wieder an uns herangetragen wird. Was ist da los? Warum, ne? Warum äußert Iron Man sich nicht? Ja, das ist halt die offizielle Politik, die sie eingeschlagen haben. Ne? Gesagt haben, sie gucken bis kurz vor Schluss, ob es geht oder ob es nicht geht. Ja, ne? Ja, also über Reisemöglichkeiten, Ausnahmegenehmigung und so weiter, da ist da ja auch noch gar nicht gesprochen. Ja, und wir haben ja immer schon gedacht, ach ja, bis im nächsten Jahr wird das alles... laufen, aber die Zeit tickt und ja, da gibt es jetzt verschiedene Überlegungen. Macht man nicht mal einen Ironman nur für die Locals irgendwie oder? Ja, also ich fand es halt interessant, dass es ja auch die politischen Verhältnisse haben sich ja geändert, das haben wir ja auch schon besprochen, dass es einen neuen Chef gibt auf Big Island und der auch gesagt hat, es ist überhaupt noch gar nichts klar, ne? Also es ist noch nicht gefixt, sagen wir mal so, so wird er da zitiert. Also ja. Man kann nicht automatisch davon ausgehen, dass da alles schon in trockenen Tüchern ist. Ja. Genau, der heißt Roth, beziehungsweise Roth. Ja. Er hat mir mal darüber berichtet, als er ins Amt gehoben wurde, Roth übernimmt Hawaii. Gab ein paar Leute, die Headline falsch verstanden haben, aber hat insgesamt zum Amüsement in der Szene beigetragen, als es in der Szene wegen Corona nicht so gut ging. Aber sehen wir uns auf Hawaii im Oktober? Ich sag jetzt ja, ich bin ja immer Optimist. Ne? Also von daher, wenn wir können, dann machen wir auch. Aber ja, doch, ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass die, das ist natürlich jetzt alles nur aber ich denke schon, dass es die WM für die Profis auch geben wird. Aber wie gesagt, für die ist das ja auch, das haben wir jetzt ja öfter schon genau, nicht das Problem, da hinzukommen, ne? Wenn es denn dann von den in Öffentlichkeiten, aber ob wir dahin reisen dürfen, ist ja schon wieder eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber es wird keine WM für Profis geben ohne Age-Grupper, ja, das ist nicht das wie Ironman tickt, ja, das wäre vielleicht eine PTO-Geschichte, aber Ironman lebt und gerade in der Phase jetzt müssen sie einfach mit den Einnahmen über die Age-Grupper leben. Ja, und von daher auch die lokale Community. Und das fand ich sehr interessant, wie die lokale Community auf diesen Artikel reagiert hat. Also der erste Kommentar war, Bunch of extremely rude people. Damit waren wir alle gemeint, ja. So hatte ich den Podcast heute eingeleitet. Also das ist ja was man auch vor Ort immer mal wieder so spürt. Also Iron Man ist da nicht bei jedem willkommen. Man sieht natürlich, dass Touristen und Geld ins Land gebracht werden, in den Staat gebracht werden, auf die Insel, nach Kona, nach Kailua. Ja, da ist man drauf angewiesen, jetzt mehr denn je zuvor, aber trotzdem war ich doch ein bisschen entsetzt so über die Reaktion von Locals, die da dem Rennen doch teilweise sehr ablehnend gegenüberstanden, auch mit Dingen, die einfach nicht wahr sind, dass da den ganzen Tag irgendwo die Radfahrer in Fünfergruppen nebeneinander auf den Autofahrspuren unterwegs sind und so. Also da war ich jetzt auch oft genug da und kann mich ja auch für 2 Wochen im Oktober fast schon als Local bezeichnen. Das muss tiefere Gründe haben, dass man einfach da eigentlich seine Ruhe haben will, ja, und deswegen der Ironman nicht für jedermann willkommen ist oder vielleicht auch die ein oder andere Community da andere Sorgen hat, als noch einen Ironman beherbergen zu müssen. Ich glaube, gut wäre es für Kailua Kona. Ja, ich habe mich 2019 da länger mit der Besitzerin der Coffee Mill unterhalten in Hawi, ne? Unser berühmtes Sandwich-Restaurant, du erinnerst dich, wo man immer die lebensrettenden Cola und Bagels und so bekommt, wenn man den Trip nach Hawi gemacht hat, also direkt am Wendepunkt. Und die hat gesagt, sie kennt das und sie... Ja, wie hat sie sich ausgedrückt? Sie hat gesagt, die dagegen sind, überstrahlen mit ihrer Lautstärke manchmal irgendwie die Leute, die auch dafür trommeln, ne? Und die genau wissen, wie wichtig das da ist. Aber wie auch immer in Social Media wird halt dann auch extrem laut dagegen gepoltert. Und sie hat gesagt, sie, ja, das ist, es ist wahr teilweise, ne? Dass die Leute auf dem Highway sich nicht so benehmen, wie man sich benehmen muss und auch mal Müll wegschmeißen und so weiter, was echt eine Katastrophe ist. Also wenn ich das sehen würde, ich könnte nicht ausflippen, ne? Ich meine, wie kann man auf die Idee kommen? Aber ja, das gehört auch, also das passiert. Und das sind die negativen Seiten und die darf man auch ruhig ansprechen, aber man darf dabei nicht die positiven Dinge vergessen, dass eben in einer Zeit, in der das sonst da extrem schwierig ist, die Triathleten da halt auch
ja, der Community sehr viel helfen. Das waren ihre Worte. Sie hat halt gesagt, da kämpft sie halt für, ne? Dass man sagt irgendwie so, ja, wir finden das gut, wir wollen das auch. Wir versuchen das auch, unsere, was wir nicht gut finden, auch zu äußern, aber in einem vernünftigen Weg, ne? Und in einer vernünftigen Ansprache. Und da bin ich immer extrem für. Also ich meine, klar, das muss man sich natürlich auch klar machen, wenn man da unterwegs ist, dass selbst wenn da Race Week ist und selbst wenn das Ausnahmezustand für uns alle ist, dass man trotzdem immer noch da Menschen auch leben und denen die Insel gehört und dass man dann halt eben nicht wie die Axt im Walde da benimmt. Ne? Das ist aber eigentlich denkt man ja, das ist selbstverständlich, ist halt dann vielleicht dann doch nicht so. Und ich meine, klar, wenn du komplett dagegen bist und sagst irgendwie so, ich finde das total kacke, dass der Highway hier einen Tag gesperrt ist. Ja, mit solchen Leuten kommst du nicht mehr zusammen, aber die gibt es bei uns genauso, ne? Also die finden das in Frankfurt oder in Hamburg oder wo auch immer genauso blöd, dass das in der Innenstadt gesperrt ist. Ja, genau, da kam dann auch gleich das Gegenargument, dafür wird der Highway dann wenigstens am Tag vorher einmal im Jahr richtig gefickt. Ne? Ja, und auch übers Geld streitet man sich da. Die einen sagen, okay, es bringt hier Geld in die Community, das brauchen wir. Und dann sagt der nächste, ja, das geht aber nur wieder in die Taschen von wenigen Leuten. Dann kommt das Argument, ja, es kommen Touristen, die hier auch Geld ausgeben. Dann meldet sich der seinen Shop am Renntag schließen muss, weil er nicht zugänglich ist und sagt, ich habe über die letzten 35 Jahre 100.000 Dollar verloren. Und ich glaube auch nicht, dass das, was in der Woche da passiert, meine Verluste aus den letzten Monaten, wo ich in 15 von 24 Monaten geschlossen haben musste, kompensieren wird. Und ja, es gibt sicher ein Für und Wider. Ich glaube, wir haben das ja auch schon erkannt. Wir haben ja auch schon mal ein Projekt unterstützt und tun das auch weiterhin mit unserem Außenposten Franz in Kailua Kona, wo wir mal verschiedene Aktionen gemacht haben, um da auch denen es in Kailua Kona nicht so gut geht und jetzt vom Ironman nicht direkt profitieren, was Gutes zukommen zu lassen. Also es ist immer ein Geben und Nehmen und vielleicht muss sich da jeder mal wieder drauf besinnen, ja, also wir schreiben ja auch immer drüber, dass dieser Underpants Run, der da jährlich stattfindet, auch so ein Protest gegen die Freizügigkeit der Europäer ist, die sich da eben so verkleiden, wie sie es auf Mallorca auch tun würden. Vielleicht muss man einfach mal wieder so ein bisschen mehr Respekt den Locals gegenüber da zeigen. Ich glaube, wir haben da eine gute Rolle gespielt. Wir haben ja auch immer wieder über Hintergründe berichtet und das sehr ernst genommen, die Kultur und die Bedürfnisse der Locals. Und da liegt sicher auch unsere Rolle als Medien da drin, da für die entsprechende Awareness zu sorgen. Ja, und dass eben nicht alles selbstverständlich ist. Und genauso wird es auch sein, wenn wir nach Mallorca und Fuerteventura zurückkehren. Ja, also das ist, glaube ich, eine große Lehre aus der Zeit. Nichts ist selbstverständlich und man muss die Dinge auch wieder mehr zu schätzen wissen. Ja, und ich glaube ich aber auch tatsächlich, dass in der Triathlon-Welt da aber auch, dass da auch sehr viel Dankbarkeit da ist auch, dass man weiß, was man daran hat, dass man da vor Ort sein muss. Und ja klar, Ausnahmen würde ich sagen, bestätigen da die Regel, dass halt die meisten schon wissen, wem sie das zu verdanken haben, dass man da sein darf. Absolut. Ja, gestern hatten wir noch im Zusammenhang mit Ironman eine spannende halbe Stunde und zwar hat Ironman verkündet, wo die 73 WM 2023 stattfindet und das haben sie nicht einfach Pressemitteilung getan, sondern indem sie einen Livestream gestartet haben, den sie allerdings im Vorfeld nicht verkündet haben. Das kam so ein bisschen unverhofft, also wir haben gewusst, dass da was kommt an dem Abend. Und dann hingen wir auf einmal beide, du in Bremen, ich hier in Hamburg, vor dem Livestream und haben gewartet auf, du hast es so schön ausgedrückt, nun sag's doch endlich. Ja, ich fand das alles sehr, sehr schön. Wir haben sehr inspirierende Videos mit dem, den müssen wir eigentlich auch mal ausgraben, diesen Sprecher, der immer die Ironman-Videos, diese Motivationsvideos einspricht. der hat sehr schön über St. George geredet und über Topo haben wir viel erfahren und ich habe aber die ganze Zeit immer gedacht, wunderbare Bilder, ne? Sag es, wo es hingeht. Aber war cool. Ja. Also Ausgangslage war, dass ja eigentlich in diesem Jahr feststand, die 73 WM findet in St. George, Utah statt. Im letzten Jahr ist die Ironman 73 WM ausgefallen. In Neuseeland hätte sie stattfinden sollen, in Taupo. Und man hat sich dann entschieden, für das Jahr 22 nach Taupo zu gehen und dafür die beiden Kandidaten, die es noch gab im Rennen, aus Europa, das waren Lahti in Finnland und Klagenfurt in Österreich, dass die dann 2023 ins Rennen gehen und die Entscheidung ist gestern gefallen, es geht nach Finnland. Jo.
Ja, also Europa war wieder dran. Das stand fest. Das ist ja eigentlich eine schöne Entwicklung, dass die Ironman WM rotiert jedes Jahr und es jeder Veranstalter besser machen möchte als vorher. Ich war bei der WM, jetzt muss ich mal überlegen, das war die dritte 73 WM, glaube ich. Genau. In Clearwater 2008. Joanna Saiga hat gewonnen, eine Amerikanerin, und Terenzo Bosoni aus Neuseeland. Unfassbar, wie lange der schon dabei ist, ne? Ja, unfassbar, ne? Und diese Veranstaltung war eine der schrecklichsten, die ich je erlebt habe. Also wir haben das danach zwar nicht so in Print beschrieben, aber intern diskutiert, so als die Jahresendabzocke. Da wollte man nochmal ein bisschen Kasse machen. Das Rennen hat damals immer traditionell nach dem Ironman Hawaii stattgefunden, in Florida, wo Ironman ja zu Hause ist. Und es wirkte wirklich wie nochmal ein großes Mitnehmen, mit wenig Herz organisiert. Und nach 5 Jahren hat man dann gesagt, okay, vielleicht wollte auch Clearwater nicht mehr, wir gehen mal woanders hin. Ist dann für 3 Jahre an den Lake Henderson gegangen, der ist in der Nähe von Las Vegas in Nevada. Da wäre ich so gern gewesen, Frank. Aber das war auch vor meiner Zeit. Ja, also die Clearwater-Jahre waren am Ende die Jahre von Michael Rehlert, der ist nämlich in den beiden letzten Jahren da Weltmeister geworden. Die Henderson-Jahre waren dann die von Sebastian Kienle, der ist dort 2-mal Weltmeister geworden. Und seit 2014 rotiert die Weltmeisterschaft um den Globus. Im ersten Jahr hat man sich noch nicht ganz getraut, aus Nordamerika wegzugehen. Da hat es dann in Mont-Tremblant stattgefunden, in Kanada. Und 2015 war dann Europa zum ersten Mal am Zuge mit der Weltmeisterschaft in Zell am See, mit dem ersten Titel von Jan Frodeno, ja, und dem zweiten von Daniela Rief, die insgesamt 5 gewonnen hat, den 5. im letzten Jahr bei der 2. Europastation in Nizza neben Gustav Iden aus Norwegen. Ja, also man rotiert durch die Kontinente. Südafrika war schon am Zuge, auch mit Jan Frodeno als Sieger. Und natürlich mit Daniela Rief. Jetzt ist Europa halt wieder dran, 2023 mit Lahti. Warst du schon mal in Finnland? Nein, noch nie. Das ist eine Ecke von Europa, wo ich wirklich, also ich war jetzt, der Norseman hat mich zum ersten Mal nach Norwegen gebracht, ich war auch noch nie in Schweden. Und ich war auch noch nie in Finnland. Das ist tatsächlich was mir noch total fehlt auf der Karte. Ich glaube, du warst auch noch nie bei einer 73-WM, kann das sein? Nein, weil das immer so ist, dass tatsächlich, da ich dann schon so in Hawaii-Modus bin, dass, dass wir teilen uns meistens so auf, dass diejenigen, die, das können wir ja mal sagen intern, ne, dass wir so vom Team, weil es halt meistens so nah aufeinander ist, dass das eine Team, wenn es um die Welt reisen muss, nach Südafrika, nach Amerika, Australien, waren wir in meiner Zeit jetzt überall schon, dass man dann da quasi ein Team, was dann sonst zu Hause während der Hawaii-Zeit die Hamburg-Base bildet, ne? Und dann dass sich das nicht überschneidet, damit sie nicht irre werden in der Zeit. Ja, ich zähle mal gerade, es sind 14 Weltmeisterschaften ausgetragen worden auf der 73-Distanz. Ich war selber auch nur bei 3. Ja, ich habe viel erlebt im Triathlon, aber 73-Weltmeisterschaften auch tatsächlich nur in Clearwater einmal, dann in Zell am See oder wie der Amerikaner sagt, Zell am See und in Nizza. Ja, also die Europastation habe ich beide erlebt und aber ich kenne Lahti. Also wenn es dich trifft in dem Jahr, dass du zu 73 WM fährst, dann nimm die Angel mit. Ja, vielleicht mache ich beides, wollte ich gerade sagen. Ich bin natürlich, angeltechnisch weiß ich natürlich, was einen in Skandinavien erwartet. Ja. Vielleicht trifft es mich ja. Schauen wir mal. Ja, es Nein, dürfte ja. Ist das falsche Wort. Mal Nein. gucken. Ja, genau. Es dürfte ja vielleicht ein bisschen mehr Abstand zwischen 73 WM und Hawaii liegen, weil Finnland halt doch ein bisschen weiter nördlich liegt und man da vielleicht nicht mehr im September starten sollte. Ich weiß es nicht. Ich war bei der Premiere 2018, Ironman 73 Lahti, das Rennen unter der Mitternachtssonne. Da war nämlich der Start erst um 16 Uhr. Ja. Und es war ein wunderbares Rennen. Also es war echt eins so der Top-Rennen, wenn ich so im Nachhinein mal zurückblicke, was ich alles so gemacht habe, vom Gesamterlebnis her, echt, kann ich nur jedem empfehlen, trainieren, die Quali lösen oder in einem anderen Jahr dahin fahren. Es ist wirklich ein richtig, richtig schönes Rennen. Ja, es ist
gut erreichbar, irgendwie eine Stunde von Helsinki. Ich glaube, es fährt direkt aus dem Flughafen die Bahn zum Rennort. Lahti hat eine gute Sportinfrastruktur durch die nordischen Skiwettbewerbe, die da stattfinden. Ja, also wir haben da in der Zeitschrift Swim schon drüber berichtet. Die haben im Sommer bei der Großschanze im Auslauf einen 50-Meter-Pool angestaut, der sogar geleint ist. Ja. Also. Sehr gut. Ne, oder wie es halt damals in der Wettkampfbroschüre für die Athleten stand. Da stand Showers and Sauna are available at the stadium. Ski jumping is not. Ja, ich habe schon gesagt, das sind so kleine Witzbolde, die Finnen, ne? Und Finnen, ja. Die haben ja gestern nochmal gesagt, das glücklichste Volk der Erde, da war ich nicht so, ich habe da schon andere Sachen gehört. aber auf jeden Fall, witzig sind sie auf jeden Fall. Ich erinnere mich immer im Zusammenhang mit Finnland immer wieder gerne an die Treffen mit Kaisa Sali, die ja quasi ihre Profikarriere an Nagel gehängt hat, aber auf Hawaii immer oder auch in Rot. Einfach nur süß, sag ich jetzt mal. Süß, das ist, es ist einfach, die ist so nett, die ist und gönnt auch ihren Kolleginnen immer alles und spricht offen alles an und ist immer bereit für Auskunft und habe ich immer sehr genossen, mit ihr zusammenzutreffen, auf jeden Fall. Und die hatte mich gestern bei der Präsentation auch noch ein Interview gegeben danach irgendwie und hat gesagt, wie sehr sie sich freut und wird wahrscheinlich nicht aus der Profirente zurückkehren, um da starten zu können, aber sie hat gesagt, sie geht irgendwann auf jeden Fall nochmal da wieder an den Start. Ja. Ja, also wie gesagt, absoluter Renntipp. Finnland ist ein tolles Land. Die Langdistanz, die sie jetzt installiert haben, da habe ich mich wenig mit beschäftigt. Ja, also es ist waldig und seenreich da, das Land der 1000 Seen. Das hat sich auch so auf der Strecke des 73 da gezeigt. Es war damals kalt und windig. Das Rennen hat Ende Juni stattgefunden, wie gesagt, unter der Mitternachtssonne. Start um 16 Uhr, das ist mal ein ganz anderes Mitteldistanz-Renntagserlebnis. Du kannst einfach mal ausschlafen. Aber was macht man dann den ganzen Tag? Da hat man ja so viel Zeit, nervös zu werden. Ja, und vor allem überlegst du dir die ganze Zeit, was esse ich eigentlich jetzt noch? Ne? Irgendwie, das war so ein bisschen mein Problem, dass mein Magen da auf der Laufstrecke ein bisschen rebelliert hat. Also viel Zucker rein, wenig ausgeschwitzt, weil es wie gesagt kühl war. Das Ganze auch zu späterer Tageszeit. Also ging es mir im Ziel dann erstmal nicht so gut. Aber ich erinnere mich noch an die erste feste Nahrung, die ich wieder zu mir nehmen konnte. Das war nämlich im Sonnenaufgang um 1 Uhr morgens ein Burger. Sehr gut. Ne? Also. Ja, ich werde den Artikel nochmal auf die Seite stellen, den ich damals über das Rennen geschrieben habe, aus eigenem Erlebnis da. Ich war damals mit Thorsten Schröder da und wir haben uns schon verabredet, wir trainieren jetzt auf die Quali. Oha, erstmal die anderen Ziele abhaken, bevor man wieder neue Ziele hier sich steckt, oder? Ja, wohl wahr. Ja. Würde ich mal behaupten. Ja. Aber wenn man sich das mal so durchguckt, das ist schon hochattraktiv jetzt so. Allein die letzten Jahre, Mont Tremblant ist ein Wintersportort in Kanada. Das war eine tolle Kulisse. Zell am See, großartige Kulisse damals, toller Ort, anspruchsvolle Radstrecke. Mooloolah Bay in Australien, eine Triathlon-Hochburg, eine der Triathlon-Hochburgen weltweit. Chattanooga ging es dann wieder so ins rustikale Amerika zurück. Dann Port Elizabeth, Südafrika, mal wieder eine ganz andere Ecke. Ja, also wie gesagt, die erste Ironman-Weltmeisterschaft auf dem afrikanischen Kontinent. Muss ein Riesenerlebnis gewesen sein damals. Ja, wollte ich gerade sagen, ne? Katastrophales Wetter, glaube ich, erinnere ich mich noch. Aber allein aus sportlicher Sicht war das ja, viele Leute sagen ja, das war das beste Triathlon-Rennen, was es jemals gegeben hat. Ne? Gomez, Brownlee, Frodeno, ja, und wer wird Weltmeister? Ja. Ne? Ja. Dann Nizza, ja, historische Kulisse für den Triathlon, ja, einer WM sehr würdig, einigen war es zu voll, ja, also das war dann so ein bisschen der Knackpunkt, wo man gesagt hat, oh, jetzt müssen wir aufpassen, dass das Ganze nicht noch größer wird, also längst etabliert zu dem Zeitpunkt die WM über 2 Tage, einen Tag starten die Frauen, Profis und Age-Gruppe, einen Tag die Männer, man möchte also auch absolut pushen, dass das Frauenfeld irgendwann genauso groß ist wie das Männerfeld, was ja für die Entwicklung des Sports sehr, sehr gut ist, aber Nizza war schon sehr voll. Nizza kann sowas natürlich verkraften. Nizza hat immer viele Besucher und dann geht es, wie gesagt, in diesem Jahr, wenn Gott will, im September nach St. George in Utah. Aber das sind ja Bilder,
da will man einfach mal gestartet haben. Also mir geht das absolut so, ne? Also das ist tatsächlich, ja, spektakuläre Natur, die man, ja, wir halt hier in Europa halt auch eben so nicht gewohnt sind. Das, ja, ist schon gut. Wüste und also echt eine Augenweide für den, der es ein bisschen rustikaler mag, wie wir Extremely Rude People oder wie hieß es noch? Naja. dann, wie gesagt, Taupo, ja, auch der Film gestern super motivierend. Neuseeland ist lange her bei mir, aber da habe ich familienintern in Kürzeren gezogen, da werde ich wahrscheinlich nicht hin können im nächsten Jahr. Absolutes Traumziel sicher, da überlegt aber der eine oder andere schon, das kostet natürlich auch mal das Dreifache oder Vierfache gegenüber einer WM in Nizza mit der ganzen Anreise, wie er das Ganze dann timet und ja. Ist aber vielleicht auch ein anderes Erlebnis dann auch, ne? Also es, ja, ist, ja, weil Nizza kann man dann auch so mal machen, irgendwie so, wenn man das als Sporthighlight irgendwie sagt, man nimmt sich das vor, das kann ich mir schon auch so once in a lifetime vielleicht mal vorstellen. Ja. Ja, ne, und Lahti und wie gesagt, alle diese Orte sind eigentlich, laden eigentlich auch dazu ein, das irgendwie mit Urlaub zu verbinden, ob es jetzt nun die Garden Road in Südafrika ist oder noch ein bisschen Côte d'Azur in Nizza oder eben Taupo, die Wohnmobiltour, die obligatorische um die Nordinsel dann oder ein Abstecher auf die Südinsel und Lahti eben auch der Angelurlaub im Anschluss. So. So machen wir das. So machen wir das, absolut. Gut. Alles klar. Also freuen wir uns auf das, was da kommt. 2023 Nizza, Lahti, über alles das, was hierzulande kommt, werden wir vielleicht ein bisschen mehr Klarheit haben in den nächsten 1, 2, 3 Wochen. Wir sind hochgespannt. Bis dahin kämpfen wir erstmal indoor weiter. Nils, Montagabend, ich gebe dir nochmal die Anleitung, wie man sich anmeldet. Nein, ihr seid gut aufgestellt im Team. Ihr braucht meinen einen Punkt nicht. Mehr als einen Punkt kann ich auch nicht beitragen. Ich glaube, nächste Woche geht es in Crit City über 20 Runden oder sowas. Also, oder 12 Runden, also irgendwie was. Ich bin kein Indoor-Sportler. Kriterium gefallen. Ich bin kein Indoor-Racer, aber ja. Heute Abend werde ich wieder meinen Ride machen. Heute geht es dafür gemütlich zur Sache mit 3x5 Minuten G2. Da werden wir genug Zeit zum Plaudern haben über die letzten Erlebnisse in den Rennen. Und dann werden wir die Teamtaktik für den nächsten Montag besprechen. Und für die Läufe am Freitag. Sehr gut. Ich drücke die Daumen. Ich finde es gut. Wir machen das. Alles klar. Danke dir, Nils. Bitte. Wir hören uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal. Diese Woche Freitag haben wir einen Gast im Podcast aus der Veranstalterszene. Nächste Woche Dienstag wieder Carbon und Laktat. Wie gesagt, nicht mehr auf Soundcloud, aber dafür in Carbon und Laktat Socken, wenn ihr so wollt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, trimark.de/socks, da bekommt ihr die Carbon und Laktat Socken. Und ich entscheide jetzt mal ganz spontan, ich muss mal gerade gucken. Jetzt bin ich mal gespannt. Komm, wir machen alle Socken, die von jetzt bis nächste Woche verkauft werden. Das ist jetzt wirklich spontan. Von daher halte ich es mal offen. 10% der Erlöse aus allen Socken von Carbon Lactat, die wir von heute bis zum nächsten Podcast verkaufen, gehen an das Team Angel Wolf, an die Foundation, die sich dafür weitere Dinge auch noch einsetzt. Wenn das nicht passt, das muss ich mir gleich nochmal angucken, werden wir was Adäquates finden, aber wir sagen jetzt mal, 10% der Sockenerlöse von heute bis nächsten Dienstag gehen an einen guten Zweck, der sich für Inklusion im Triathlon einsetzt. Sehr gut. So machen wir das. Das war jetzt wirklich spontan. Ja, war wirklich spontan. Von daher, ich kümmere mich drum. Und ja, du hast doch schon welche. Nein, habe ich nicht. Wir sehen uns zu selten. Lass uns alle daran arbeiten, dass dieser Lockdown endlich endet. Ja, genau. Ich bestelle trotzdem welche. Ist doch gut, für einen guten Zweck. Ja, so machen wir das. Alles klar. Gut, macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.